Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der dickbusigen, sehr hübschen Lara Croft, die jetzt ein Gewehr hat. Warte mal, da ist es. Piu, 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 piu. Ah, das macht so Spaß. Und ich glaube, ich muss mich hier durchdrücken. Aua. Das ist ein bisschen heiß. Ah, ah, das tut weh. Ist zwar wie in der Sauna, aber... Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Uiuiui. Warum explodiert hier alles? Okay, das muss ich jetzt auftreten. F. Ah. Da. Komm schon. Ah, Frischluft. Oh. Und hier ist es so sehr kalt. Oh. Ja gut, wie das Eisbad nach der Sauna. Ganz normal. Schnee. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Aha, die Lara hat uns sehr viel zu erzählen an diesem Lagerfeuer. Ich würde sagen, dann geht's jetzt hier mal weiter. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hier rüberkomme. Eieiei, heilige Scheiße. Wow, ich bin da jetzt gerade voll erschrocken. Tschüss. Ich bin gerade mega erschrocken. Komm, Waffe raus und dem voll ins Gesicht schießen. Komm, komm, ich trampel mich frei. Oh, oh. Tschüss. Der Arme, der ist jetzt, glaube ich, tot, oder? So, du legst dich auch mal schlafen und da oben ist doch noch einer. Komm. Ich will dich auch noch schlafen legen. Ah, shit. Das war jetzt ein bisschen heiß. Na, guck mal, eine Kiste. Erstmal looten. Ich bin der Looter King. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Cool, ich kann ranzoomen. Krass. Guck mal, da ist eine Blume. Und da ist irgendwie so ein Zaun mit einem Baum hinten dran und eine Schaufel. Ach, schön. So, hier geht mal ein bisschen fliegen. Ich wollte jetzt mein Gewehr nehmen, aber scheinbar sind alle meine Feinde schon tot. Oh Gott. Aus dem Weg! Sie gehört mir! Der sieht böse aus. Und wie soll ich den platt bekommen? Dem kann ich ja nicht mal das Wasser reichen. Junge? So, voll in die Klöten. Schlag nach mir, komm, schlag nach mir. Steh da drauf, weil dann kann ich dich verletzen. Erstmal nachladen in Ruhe. Okay, ich glaube nicht, dass das die beste Methode ist, so einen zu töten, aber sie funktioniert. Okay, dann geht's jetzt hier rein. Was gibt's denn hier Schönes? Außer ein paar Ratten, wo ich da gerade gesehen habe. Wo ist die Ratte? Da ist die Ratte. Bleib stehen! Da, doofe Ratte. Stirb! Alter, die Ratte ist der krasseste Feind, den ich je hatte. Ich hab sie. Oh, endlich.
Was war gerade mit ihren Haaren los? Guck mal, da ist ein Lagerfeuer. Jetzt kann ich den Fähigkeitspunkt vergeben, aber für was? Guck mal, da ist ein Stock. Ja, komm, ich will länger mit dem Bogen zielen. Als nächstes nehme ich, glaube ich, das Pfeile wiederfinden, auch wenn hier überall Pfeile sind und ich hauptsächlich mit anderen Waffen zurzeit schieße, aber ich glaube, Pfeile wiederfinden ist immer eine gute Eigenschaft. Muss ich jetzt da rüberklettern? Okay, los geht's. Das sieht sehr gefährlich aus. Aber naja, gut. Ich will da nicht hoch. Vor allem, da ist nirgendwo eine Sicherung. Wenn das verrostet ist, so wie das gerade, dann bin ich tot. Ach du heilige Scheiße. Gibt's da keinen Hausmeister, der sich darum kümmert oder so? Guck mal, die greift in den Stock hinein. Die arme Hand. Sieht voll creepy aus. Naja, klettern wir mal weiter hoch. Oh Gott, ich muss da jetzt aber nicht noch höher, oder? Alter, das geht noch höher! What? Wer zum Geier hat sich das ausgedacht? Oi. Ich habe zwar keine Höhenangst, aber trotzdem habe ich sehr viel Respekt vor der Höhe. Und da hoch will ich jetzt nicht. Ich würde da lieber sterben als da hoch. Beziehungsweise, wenn ich da hochklettern würde, würde ich auf jeden Fall sterben, aber ja. Alex? Lara? Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Was muss ich jetzt machen? Eine Ewigkeit später. Lage, geben Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Sie haben das Internet. Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten! Komm schon, komm schon! Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Wieso muss Lara jetzt wieder alles machen? Warum helfen die anderen nicht? Und jetzt muss ich da runterklettern? Was? Wie ist sie da von alleine runtergekommen? Muss ich jetzt etwa da hoch dran springen? Nein. Na gut, ich mach's. Alter Scheiße. Das Seil ist gerissen. Jetzt. So kommt man definitiv runter. Natürlich ist es jetzt erst gerissen. Gut, ich bin auf sicherem Boden. Guck mal, der hat sich ein bisschen beim Saufen auf den Tisch gelegt und schläft jetzt seinen Rausch aus. Ach, ja, schön. Eieiei, die haben aber sehr viel gesoffen. Ach. So sollte es gehen. Sieh einer an.
Ich habe jetzt sozusagen ein Feuerzeug. Oh, ich muss hier was aufmachen. Dass da noch Öl drin ist, hätte ich nie gedacht. Zünde ich mal an, das explodiert doch dann aber alles, oder nicht? Da ist es! Ich würde sagen, das war jetzt nicht sehr gut. Eieieiei. Das Ding erschlägt mich doch. Oder auch nicht. Oh, ich muss ja. Ah ja, ich muss hier ausweichen. Ui. Natürlich. Hier, bleib hängen. Kommt doch bestimmt irgendwas Großes. Oh oh, schnell darüber. Und erstmal Erfahrung einsacken. Super duper schön. Ich wollte doch... Oh, oh. Das wollte ich jetzt nicht haben. Hier, bitte. Einfach rennen. Schon wieder so ein Schildtyp. Komm, der schieß ich in die Hand. Dass das funktioniert hat, hätte ich nie geglaubt. Jetzt erstmal den Piloten looten. Ah, schön. Oder auch nicht. Ah, der hat schöne blaue Augen. Oder grün? Ich weiß es nicht. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts. Bei klarem Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Aber die haben bestimmt ihrem Tower weiter gemittelt, wo sie hingeflogen sind. Also, wenn die abgestürzt sind, dann wissen die anderen wenigstens, wo dieses Flugzeug jetzt als letztes war. Oder so. Und weiter geht's. Lara, was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Ich bin auf dem Weg. Und hier schon wieder Loot. Was? Hier drüben. Eine Falle. Der hat jetzt nicht im Ernst ein Schwert nach mir geschmissen. Und du? Treff mal besser, trink mal ein bisschen mehr Ziegwasser. Oh. Oh, wie cool. Ich habe jetzt endlich das Seil. Jetzt kann ich euch runterziehen. Erstmal das hier kaputt machen. Und das hat die jetzt umgebracht. Ein paar Sekunden später.
Ich wollte schon drauf schießen. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessop von Flugzeugent 177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Ich mag Lara. Ah, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Juhu. Ah, juhu. Juhu, juhu, juhu. Oh, ich habe sehr viele neue Sachen freigeschalten. Na, das gefällt mir. Aber ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Haut rein. Bis zur nächsten Folge von Lara Croft und ihrem dicken Busen. Nein, ich meine ihren tiefen Wunden.